Ihr seht schon hinter mir, wir haben einen Trecker mit Mulcher. Wir wollen jetzt die Vaterlinie hier aus dem Raps mulchen. Hier ist hier der etwas kleinere Raps, der ja auf einen guten Meter hoch ist. Und dann probieren wir das hier mal eben aus mit den Einstellungen, wie wir es am besten machen. Und dann geht es morgen oder übermorgen, schätze ich, zu den 2 Meter Raps in Elsten. Ja, Johannes ist auch sofort mitgekommen und dann wollen wir mal schauen, wie das hier funktioniert. Wir sind jetzt am Vorgewende erstmal angefangen. Oben sind wir jetzt fertig, da haben wir den Mulcher soweit eingestellt. Von der Tiefe, wie tief der kommt. Ja, bei den Raps ist das uns sehr, sehr wichtig, dass man wirklich den Hauch nah über dem Boden abmulcht, weil Raps läuft sonst wieder aus und wir wollen die Vaterlinie ja weg haben. Deswegen darf die ja nicht wieder auslaufen und nicht wieder wachsen, dass sie wieder neues Korn bildet. Genau. Ihr seht es hier vorne schon. Der Raps ist jetzt vollständig ausgeblüht. Ja gut, ein paar Blüten sind hier vorne noch, aber die Blüte ist jetzt soweit fertig. Und jetzt muss halt die Vaterlinie raus, weil jetzt bilden sich die Schoten richtig und Raps verhakt sich sehr stark. Und jetzt kann man also einigermaßen noch durchfahren. Klar, man zieht schon ein bisschen was mit, aber wenn man jetzt normal 2, 3, 4 Tage länger warten würde, würde das noch schlimmer werden. Ich will mir jetzt mal einmal das Ergebnis angucken. Ich habe jetzt hier die erste Bahn durchgemulcht. Ob jetzt wirklich alle Rapspflanzen bis auf den Boden weggemulcht sind, dass sie somit nicht mehr auslaufen können. Jetzt einmal zu dem Ergebnis. Ich schiebe mal hier ein bisschen was weg. Hier sieht man es jetzt ganz gut, dass jetzt wirklich die Stummel bis auf den Boden abgeschlagen sind. Und ja, hier habe ich sogar ein bisschen Erde mitgenommen, aber das müssen wir leider eingehen. Das ist natürlich für die Maschine nicht ganz so toll, aber hier jetzt nochmal einmal. Also die Strunken vom Raps sind schön erdnah abgeschlagen, dass sie wirklich nicht mehr auslaufen. Hier zum Beispiel ist das nicht ganz so gut der Fall. Seht ihr? Das könnte sogar vielleicht noch auslaufen, weil ich da erst mit dem Reifen einmal drüber hergefahren bin. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Und deswegen ist da halt eine kleine Kuhle, wo ich mit dem Mulcher dann nicht mehr so gut hinkomme. Ja, aber das mache ich jetzt in der ganzen Fläche. Oder ich fange jetzt an und morgen wird weitergemacht. Das ist jetzt kurz vor 8. Dann geht es morgen, schätze ich, auch zu den beiden großen Flächen in Nachbardorf, wo der Raps wirklich dann so hoch steht, 2 Meter, da kann ich nicht mehr rausgucken und da muss der Mulcher auch dann richtig was tun. Das von oben hier aus. Hier hinten den Mulcher, weil ihr das dann schön klein haut und dann fährt man hier einfach durch den Raps durch. Ja, das ist jetzt gerade wieder eine Linie, wo keine Fahrgasse war. Deswegen sieht man das ganz gut. Hier vorne, genau wo der Reifen gelaufen hat, liegen die ganzen normalen Strunken noch. Die kriege ich jetzt beim zweiten Mal noch einigermaßen mit, dass sie auch schön kaputt gehen. Und dann hoffe ich, dass die nicht wieder auslaufen. Wenn die wieder auslaufen, dann haben wir ein kleines Problem. Ja, den Mulcher hier, den haben wir von Huslage geholt. Hat den Grund, weil der 2,80 Meter Arbeitsbreite hat und 3 Meter dann außen ist. Und wie beschrieben, normalerweise wird der Vermehrungsraps von Mutterlinie zu Mutterlinie auf 3,25 Meter gesät, dass wir halt ein bisschen Spiel haben. Wenn sonst, wo wir Mulcher eigentlich herholen, die sind 3 Meter Arbeitsbreite und 3,20 Meter dann außen. Das ist relativ knapp. Ja, wie gesagt, der kommt von Huslage. Machen Mäharbeiten, pressen, wickeln und Transport, glaube ich. Ja, und bis jetzt läuft er sehr gut. Ich bin sehr zufrieden eigentlich. Das läuft eigentlich sehr gut. Genau,
Raps ist schön kaputt. Wir können sonst noch einmal ein bisschen zurückfahren. Dann kann man mal einmal noch eine Linie sehen. So ist das Ergebnis dann. Man sieht nur noch unten ganz leicht die Strunken. Genau so soll es sein. Ja. Ist jetzt kurz nach 9 und dann will ich mal Feierabend machen und dann kann Johannes oder unser Lehrling morgen hier weitermachen. Moin Moin! Ja, Alexander hat ja gestern schon angefangen mit dem Mulchen im Raps und heute bin ich dann erstmal dabei weiterzumachen, weil er noch in der Schule ist. Ich schätze, heute Nachmittag löst er mich wieder ab. Wir haben jetzt die eine Seite schon raus und jetzt fahren wir noch einmal durch den schmalen Streifen nachholen, den 1 Meter, wieder alles mit RTK und da sieht man dann das Ergebnis. Dann ist alles wirklich schön sauber, damit da keine Vermischungen entstehen. So, wir haben jetzt die erste Fläche fertig mit dem kleineren Vorstufenraps und jetzt versuchen wir uns mal im großen Raps, wie man sehen kann, so hoch wie die Motorhaube oder da. Bis hoch und da versuchen wir es jetzt einfach mal. Bin jetzt einfach mal eine Bahn reingefahren. Mal gucken, was passiert. Ist aber schon wild, ey. So eine Matte hatten wir noch nie draufstehen. Wenn man mal so guckt, so hoch ist das Vorderrad, so hoch ist der Raps, also der ist ja höher als das Hinterrad. Ich kann da auf jeden Fall nicht mehr rauskommen. Und Mulchen ist da auch nicht ganz ohne. Aber vorerst funktioniert es ganz gut. Mal gucken, wie es da richtig in der Fläche ist und nicht auf dem Vorgewinde. Also ich finde das einfach nur krank, wie groß der Raps dieses Jahr geworden ist. Das ist so heftig. Und ihr guckt, der ist größer als das Hinterrad. Ich hoffe, das kann man auf dem Video erkennen. Ey, der ist fast 2,50 Meter hoch. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Aber wir bauen ja auch erst seit 3 Jahren Raps an. Von daher, vielleicht liegt es auch daran. Aber das ist einfach nur krass. Wenn er so viel bringt, wie er groß ist, dann bin ich aber sehr gut zufrieden. Moin Moin. Ja, ich bin jetzt auch wieder dabei. Ich fahre gerade zu Johannes hin und wollte ihn ablösen, weil er zu Hause Schweine füttern muss. Und ja, dann sehen wir gleich mal eben, wie weit er schon mal ist. Wir sind jetzt beim Acker angekommen. Ihr seht schon im Hintergrund, Johannes ist schon fleißig. Hier außen drum zu hat er gerade schon gemacht. Jetzt hole ich noch eben einmal vorne ein bisschen den Grünstreifen weg, dass er ein bisschen schicker aussieht. Jetzt bin ich bei Johannes hier angekommen. Läuft einigermaßen gut, nicht hundertprozentig. Ihr seht ja, der Raps ist ja extrem hoch hier. Hier vorne ist ein bisschen eine kleine Sandlunke. Deswegen ist er hier nur 1,50 Meter oder 1,70 Meter. Und wirklich, wo da ein bisschen besserer Boden ist, ist jetzt 2 Meter. Also der Hinterreifen ist komplett versteckt. Oder sogar über 2 Meter. Die Oberkante misst, glaube ich, über 2,30. Und dann zieht er sich immer mit nach unten. Und das ist natürlich ja, doof. Wir müssen gleich mal gucken. Wir haben von letztem Jahr noch so ein Schild, wo wir vorne ja, so Teiler quasi dran haben. Ob wir das noch eben holen müssen, dass das ein bisschen besser klappt. Aber erstmal außen drum zu, alles fertig, weil man mit Rangieren und so ist das angenehm, wenn man vorne nichts drin hat. Wir haben jetzt folgendes Problem. Ihr seht es hier vorne schon. Der ganze Raps staut sich hier vorne quasi vor der Kufe, vor dem Blech an der Seite, weil durch die Räder werden die Schoten nach unten gezogen und liegen dann genau vor diesem Rand. Wenn sich da eine verhakt, dann ist das durch die Schoten so ein, in einer Art Reißverschluss und Klette, wo die ganzen anderen dann mitgezogen werden, hat man so einen riesen Haufen vor sich. Und da müssen wir mal irgendwie vielleicht ein Blech eben dran bauen. Oder so haben wir es überlegt, ein Blech von vorne, was langsam hochgeht, dass die Schoten wieder nach oben gezogen werden und dass sie dann nicht vor dem Mulcher hängen bleiben. So ist der Plan. Und ihr seht es hier im Hintergrund, der Raps ist wirklich irgendwie 2,20. Ich bin genau 2 Meter, 2,20, 2,30. Also wenn wir so jetzt die ganze Fläche jetzt machen würden, wäre das eine absolute Katastrophe. Deswegen müssen wir da mal irgendwie
was dran bauen, versuchen. Wir haben jetzt noch eine zweite Idee, weil der jetzt so hoch ist. Wollen wir jetzt so auf 50 cm oder 60 cm einmal drüber hermulchen und dann nochmal ganz unten ein zweites Mal. Das probieren wir jetzt mal bei einer kurzen Bahn aus, wie das so ist, ob das besser ist. Aber wir gehen nicht davon aus, aber versuchen kann man es ja einmal. Vorne jetzt einmal das Ergebnis, wo wir den ja ein bisschen höher hatten. Und hinten seht ihr, da sind jetzt wirklich nur noch doppelt. Also finde ich auch, sieht auch besser aus, weil hier, wo man mit dem Reifen drüber gefahren ist, liegt der ganze Raps jetzt unten. Und hier ist jedenfalls weggemulcht. Ne? Wenn man jetzt hier guckt, hier ist er jedenfalls noch weggemulcht. Ja, und da vorne halt nicht mehr. Ich glaube, wir machen das so, dass wir vorne an Mulcher ein Blech dran bauen, dass der Raps wieder hochgestrichen wird und dass wir dann ganz normal durchfahren können. So, folgender Plan ist jetzt der, dass ich jetzt nach Hause fahre. Dann bauen wir auf alle Fälle an den Mulcher so Abstreifer. Ich schätze, dann nehme ich einfach ein Rohr und biege das, dass das alles schön rund ist und schön gleiten kann. Dass der Raps auf alle Fälle sich nicht nach unten zieht und dann zwischen Einzug und der Seitenwand sich verhakt und mitgeschleppt wird. Das ist das Erste, was wir jetzt machen. Und klar, jetzt sagen einige, nehmen wir einfach einen Frontmulcher. Frontmulcher haben wir auch schon überlegt. Das Dumme ist nur, weil der Raps so hoch ist und der Mulcher nur unten eine Öffnung von 20, 25 cm hat, knickt der den Raps dann unten ab und das obere fällt einfach oben auf den Mulcher drauf. So, und dann hat man nachher so ein riesen Planierschild einfach, dass der Raps gar nicht in den Mulcher reingezogen wird. Wenn man jetzt erst mit dem Mulcher oder mit dem Trecker über den Raps drüber herfährt, legt er sich schön hin und der Mulcher kann ihn schön dann reinziehen und sehr kleine. Und dann wollen wir von letzten Jahr noch unser Schild davor bauen. Das ist einfach ein Schneeschild, wo wir an der Seite auch so Rapsteiler dran gebaut haben. Das ist einfach eine Metallkante, eine schöne Runde, dass der Raps halt schön auseinandergezogen wird. Ja, das ist jetzt der Plan. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wenn wir das alles da dran haben, ob das dann besser geworden ist. Schätze ich auf alle Fälle schon, aber ob das dann auch so gut geworden ist, dass man dann die nächsten 15 Hektar damit machen kann. Also 15 Hektar mulcht man ja nicht komplett, aber von der Rapsfläche halt komplett. Man mulcht ja irgendwie nur so gut ein Drittel weg. Also insgesamt jetzt gestern und heute haben wir so gute 2 Hektar gemacht. Ja, so 1,5. Und dann jetzt nochmal so 5,5 dazu bis 6. Wir sind jetzt wieder auf dem Feld. Wir haben jetzt erstmal nur das Schild vorgebaut. Seht ihr hier vorne, da sind so Abstreifer quasi dran, der den Raps auseinanderdrücken soll. Funktioniert auf alle Fälle schon mal besser wie vorher. Das auf alle Fälle. Das, jetzt ziehen die Reifen das nicht mehr so schön runter. Oder schön, das war immer scheiße. Aber ihr seht, das ist einfach eine riesen Wand von Raps hier. Deswegen müssen wir jetzt hier auch 1,7 km/h fahren, dass wirklich der Mulcher das alles schön kaputt kriegt. Es sieht jetzt auf alle Fälle schon mal besser aus mit dem Schild. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt das Optimum ist. Pappen muss aber um 7 Uhr spritzen. Das ist jetzt gerade 6 Uhr oder 10 nach 6. Ich fahre jetzt noch 2-3 Bahnen und dann müssen wir wieder nach Hause. Vielleicht baue ich hinten noch am Mulcher dann noch so schöne Kufen dran, dass der Raps da auch noch mal einmal hochgehoben wird, dass er nicht davor hängen bleibt, weil das haben wir immer noch, lange nicht mehr so stark, aber haben wir immer noch leider. Aber hier hinter uns seht ihr jetzt schön, dass der Raps noch stehen geblieben ist und die ganzen Schoten oben hängen. Und wenn wir wirklich ohne Schild vorne fahren, dann hängt das nachher alles unten und zieht sich dann schön an lang vom Mulcher her und alles rappt dann mit. Ist nicht ganz so schön, aber was will man machen? Ich bin jetzt auf alle Fälle eigentlich wesentlich besser zufrieden wie vorher,
aber es ist noch nicht das Optimum. Man muss sich da immer ein bisschen ausprobieren, was besser geht, was schlechter geht. Ja, genau. Aber das ist schon mal, das ist schon mal besser. Und Johannes wollte jetzt auch noch eben kurz vorbeikommen und sich das auch noch mal angucken. Aber wie gesagt, wir müssen eh gleich wieder nach Hause fahren. Und dann baue ich, glaube ich, an den Mulcher noch mal so Kufen, dass wir wirklich so nah lang fahren können. Weil ihr seht es da vorne jetzt oder da. Da ist schon wieder ja, schwarze Erde. Und da schiebt er schon wieder vor, hier mitten in der Reihe aussetzen, vor, zurück. Das ist immer scheiße, dann zieht man da mal irgendwas runter und fährt dann irgendwas platt. Ja, das ist immer eine Herausforderung hier, das Rapsmulchen. Und so wie dieses Jahr, dass wir wirklich 220, 230 Raps haben, das hatten wir noch nie. Gut, wir sind jetzt noch nicht so lange im Business. Das ist jetzt das dritte Jahr. Aber das allererste Jahr hatten wir so 1,70 Meter. Letztes Jahr war der relativ klein. Ja, und dieses Jahr ist enorm. Aber hier sieht man schon hin und wieder richtig schön dicke Schoten. Das sieht richtig, richtig gut aus. Ja, wie ihr seht, ich stehe auf dem Hof. Wir haben uns jetzt nochmal Gedanken gemacht zum Mulcher. Hier vorne ist der. So. Und hier ist ja so eine richtig schöne Kante. Und da verhakt sich das dann. Hier liegt dann der erste Drum. Hier so. Und dann baut sich das halt auf, dass dann halt wirklich komplett, dass dann wirklich komplett ein riesiger Bauen oder Bunken mitgezogen wird. Deswegen wollen wir jetzt die Kufen komplett abschrauben, dass wir hier, also hier eine gerade Kante kriegen und dass, wenn da irgendwas vor ist, dass das dann einfach drunter her kann und weg. Klar, da muss man höllisch aufpassen beim Mulchen, aber wir fahren ja, wie gesagt, nur 1,7 bis 1,8 km/h. Dann kann man es ja schön regeln. Der läuft da hinten auf eine Walze und hat dann halt vorne den Unterlenker. Ja. Jetzt bauen wir eben die Kufen ab und vorne mit dem Schild. Funktioniert hier auf alle Fälle schon mal wesentlich besser. Noch nicht perfekt, weil das Schild guckt jetzt ja Meter, wenn nicht Meter 20 vorne raus. Wir haben noch einen Hubmast. Wir wollten den Hubmast dann vorne reinmachen und an den Hubmast das Schild, dass wir, wenn wir quasi bei der Reihe durch sind, da haben wir nur 3 Meter zum Drehen. Da brauchen wir wirklich jeden Zentimeter. Dann wollen wir mit dem Hubmast das Schild hochfahren, dass wir ein bisschen weiterfahren können. Dass wir dann drehen, dann in der Reihe wieder Schild runter und ja, weiter geht's. Dann fangen wir jetzt erstmal an mit Kufen abschrauben und dann müssen wir den Mulcher auch eben abbauen. Spritze hinter, dass Pappen gleich die Möhren spritzen kann. Ja, die Kufe haben wir jetzt ab. Jetzt sieht man hier schön, dass das Blech schön rund ist und einfach nach unten weggeht. Und hier ist die Walze. Also normalerweise müssten da jetzt sogar noch 2 cm Platz sein, dass wirklich, wenn da sich Kraut verhakt, dass das einfach drunter her und einfach so durchläuft. So ist auch alle für der Plan. Wir müssen das dann halt morgen ausprobieren. Aber so wie das jetzt aussieht, gefällt mir das auf alle Fälle schon mal besser. Nicht, dass die Kufe hier vorne noch wieder hängt, wo die dann wieder eine Kante haben. Das ist eigentlich bei jedem Mulcher so, dass irgendwo vorne eine Kante ist. Und auch bei Maisstoppelmulchen, wenn man dann ein bisschen ja, Gras unten im Bestand hat, das schiebt immer vor. Ich weiß auch nicht, wieso die Mulcherhersteller, muss jetzt nicht Maschio sein, sondern auch Mütting oder Dragone, dass sie das irgendwie noch nicht in den Griff kriegen. Ja, wie ihr seht, wir haben vorne jetzt den Hubmast drin. Und da habe ich jetzt das Schild dran gebaut, was den Raps teilt. Hat den Grund, wir haben vorne nur 3 Meter Platz zum Drehen. Und wenn wir dann vorwärts quasi in den richtigen Raps reinfahren, also in die Mutterlinie, haben wir den immer kaputt gedrückt oder umgeknickt, dann kommt der ja nicht wieder. Jetzt ist unser Plan, dass wir, wenn wir hinten sind, fahren wir das Schild hoch, dass wir über den Raps drüber herkommen und dass wir dann halt den 1,5 Metern oder die 1,5 Meter mehr Platz haben zum Drehen und nichts kaputt fahren oder weniger kaputt fahren. Genau. Sieht ein bisschen wild aus. Johannes muss das dann morgen mal ausprobieren. Ich bin noch am Arbeiten und ja, wie das klappt. Aber ordentlich stabil davor. Ja, soll wohl klappen. Moin. Ja,
Ich bin jetzt gerade wieder zur Fläche gefahren. Johannes ist schon fleißig zu Gange. Wenn wir ihn noch sehen. Genau, da hinten ist er. Das seht ihr vielleicht auf der Kamera. Da wollte ich jetzt mal eben hingehen und mit ihm mal eben schnacken, wie das jetzt läuft, weil wir vorne das Schild jetzt drin haben, die Kufen beim Murcher abgebaut haben, etc. Aber was ich hier jetzt schon so sehe, sieht das schon einigermaßen, oder sieht auf alle Fälle besser aus wie gestern. Wie gesagt, wir haben vorne den Hubmast jetzt drin mit dem Schild, dass wir es hochfahren können beim Drehen, dass wir keine Mutterlinie kaputt fahren oder weniger kaputt fahren. Ja, genau. Aber ihr seht schon hinter mir, der Raps ist unmenschlich hoch. Also wirklich. 2,20 hat er, glaube ich. Wenn ihr jetzt hier vorne hinguckt, da hinten ist Johannes nur noch die Kabine, guckt quasi aus dem Raps raus. Ja, ich wollte eigentlich gerade versuchen, Johannes ein bisschen entgegenzugehen. Hier seht ihr gerade meinen gescheiterten Versuch. Ja, ihr seht richtig, ich habe nicht mal einen Meter geschafft. Die Vater-Mutter-Linie hängen so doll zusammen, dass man da überhaupt nicht durchkommt. Jetzt bei Johannes angekommen. Ja. Und was sagst du? Funktioniert ganz gut. Funktioniert besser wie gestern? Ja, auf jeden Fall. Hat aber ja auch lange genug gedauert. Die ganzen Experimente, die wir hier veranstaltet haben. Ja, ihr seht gerade vorne das Schild halt und davor habt ihr gerade gesehen, dass wir noch ein PVC-Rohr quasi vor die Gabeln gemacht haben. Weil so wie ich das mitgekriegt habe, hatten wir das halt vorher nicht. Ja. Und dann haben sich Bunken auf den Gabeln gebildet, also vor dem Schild. Das war natürlich nicht ganz so gut. Und gerade habt ihr es auch schön gesehen, dass vor dem Mulcher sich das nicht mehr so stark staut, dass das einfach schön drunter herrutscht und dann durch den Mulcher geht und nicht an der Kufe nur hängen bleibt. Ja. Weil ich ganz zum Schluss hatte der, glaube ich, ein bisschen mitgezogen. Das ist immer unterschiedlich. Da, wo man mit dem Wirlefass gefahren ist und die Spur auch so ein bisschen fester ist, da flutscht das eigentlich die ganze Zeit so drunter her. Da muss ich mich einmal anhalten. Die Bahn, da war nichts gefahren, da muss ich dann zweimal anhalten. Ja, genau. Also ganz zum Schluss hat man es auch gesehen, dass du erst was mitgezogen hast und dass er nachher durch unter Murcher schön lang gezogen wird. Ja, aber hier sieht man das Arbeitsergebnis. Eigentlich sehr gut aus. Ja, nur an den Seiten, wo die Spuren waren, da ist vielleicht noch mal ein bisschen was. Oh, abwarten, wie weit das wieder hochkommt. Ja, hoffentlich am besten gar nicht. Ja, das wäre das Beste. Ja, aber ich habe jetzt erstmal Eis mitgebracht. Jetzt müssen wir eben kurz das Eis essen, dass es nicht noch schmilzt. Ja.
Hier sieht man jetzt noch einmal ganz schön, wie sich quasi die Mutterlinie und die Vaterlinie zusammenranken oder hier noch besser zu sehen. Und durch das Schild vorne, da sind ungefähr so die Teiler, die das schön auseinanderdrücken. Die sind genau auf 2,25 Meter oder 2,30 Meter, ich bin mir nicht ganz sicher, dass wirklich genau da, wo der Reifen läuft, das auseinandergedrückt wird und schön teilt. Dass wir dann halt den Raps nicht nach unten ziehen, sieht man hier schön, der steht jetzt ganz normal noch weiter oben. Und vorher hatten wir es halt, dass wirklich der Raps komplett runtergezogen wurde und auch zum Teil auf dem Boden lag. Hier sieht man jetzt ganz gut, wo man mit dem Schild reingefahren ist. Da haben wir die komplette Mutterlinie kaputt gedrückt, nach unten gedrückt. Und das können wir halt damit verhindern, dass wir jetzt das Schild hochfahren können. Und dann haben wir wirklich nur diese 50, 60 cm vom Masten, wo wir es leicht reindrücken. Der ist aber auch etwas höher schon, dass sie nicht so tief unten abgeknickt werden. Das ist auf alle Fälle wesentlich weniger. Ja, hier sieht man es ganz gut. Da haben wir quasi den Mast. Da hat man nur einmal kurz hier und da ist der Reifen gewesen. Ah nee, da ist jemand durchgelaufen. Da sind wir durchgelaufen, weil wir das Rohr noch vorne anbauen mussten. Müssen wir euch gleich noch zeigen. Ja, genau. Nee, aber sonst, hier jetzt. Gerade in den Kurven ist das halt auch. Ne? Hier sieht jetzt. Man das auch gut, ja. Genau. Da ist fast also nichts oder fast nichts wirklich so stark beschädigt, dass es wirklich nicht wiederkommt. Ja, und was viel auch sehr entscheidend ist, ist in den Kurven, wenn du da reinfahren willst, dann fährst du sonst mit dem Schild vorne direkt erstmal durch den anderen Raps durch. Genau. Das hat man dann nicht mehr, das ist schon geile Geschichte. Ja, lohnt sich auf alle Fälle, dass man gestern ein bisschen länger gemacht hat und das noch fertig gemacht hat. Ja, jetzt sind wir erstmal so weit, dass wir noch eine Bahn hier müssen. Außen haben wir auch anher. Und ja, die letzte Bahn steht jetzt noch an und dann haben wir dieses Stück fertig. Den kleineren Raps, den hatten wir erst schon so gemacht. Im Nachhinein hätte man da vielleicht die Kufen schon mal abbauen können. Die sind hier jetzt ab, weil er da hier und da doch geschoben hat. Und das ist ohne Kufen viel besser. Wie gesagt, das hätte man im Nachhinein vielleicht machen können. Ansonsten hat das da ja gut geklappt. Und jetzt mit dem Schild kann man sehen, auch eine geile Geschichte. Vorne noch ein Rohr vorgemacht heute. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist da oben extra nochmal vorgemacht. Ja, ohne das Rohr haben die Zinken das aufgepiekst und dann mitgeschleppt. Und jetzt drückt das Rohr schon mal die Vaterlinie ein bisschen runter. Und dadurch geht die auch an den Seiten, wird dann runtergedrückt. Hier. Dadurch geht das auch schon so ein bisschen auseinander. Also Mutter- und Vaterlinie. Und das hat ganz gut geholfen. Aber ja, das seht ihr eigentlich, habt ihr schon gesehen. Ja, wir haben hier gestern einmal ein bisschen versucht und sind danach 50 Meter gescheitert aufgehört und zurückgefahren. Und jetzt müssen wir diese Bahn eben noch nachholen. Was man hier auch gut sieht, wir sind hier keine 3 Meter reingekommen und hier hat er sofort vorgeschoben. Das sieht man halt an dem ganz normalen Boden sehr gut, beide Seiten. Das haben wir jetzt durch die abgebauten Kufen ziemlich stark verhindert. Die Züge sind, was sind die, 800 Meter? Ja, nicht ganz, 600, 700. Ja. 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 Und wie gesagt, du warst ja jetzt die meiste Zeit am Mulchen, aber da müssen wir, wenn überhaupt, einmal aussetzen, eigentlich überhaupt kein Mal, weil das vorschiebt. Genau. Das ist echt, echt gut. Und hier kann man das auch sehen, hier ist das auch dann alles runtergezogen und hängt nach unten und teilweise auch abgebrochen. Hier sieht man das. Das kommt halt vom Reifen, wenn man den da so dran herdreht, dann bricht das natürlich ab, ne? Und wird nach unten gezogen. Und das war halt so ein bisschen das Problem und das ist jetzt mit dem Schild ganz anders, ne? An dieser Seite ist es noch viel extremer. Da ist noch viel mehr runter. Hier sogar die ganze Pflanze oben abgeknickt. Ja, wir können ja noch mal einmal rübergehen und in der Nebenspur, die wir nachher gemacht haben, einmal noch gucken, dass man den Unterschied mal einmal direkt sieht. Ja, jetzt sind wir
in der Nachbarspur, die haben wir jetzt als letztes gerade gemacht. Und dann sind wir halt an der anderen Seite von der Fläche angefangen und haben uns hier rüber gearbeitet und deswegen ist jetzt die noch über. Und hier sieht man das ganz gut. Die Stängel sind zwar ein bisschen nach vorne gedrückt durchs Ziehen, aber sie sind nicht abgeknickt. Also das ist halt ganz geil. Dass sie so ein bisschen nach vorne gedrückt sind, ist eigentlich nicht so weit schlimm. Die bleiben oder die können halt trotzdem noch die Körner füllen und dann nachher mit geerntet werden. Ja, das verweckt sich ja. Genau, nach. Das wächst sich jetzt wieder ein bisschen fester. Das hat vielleicht ein bisschen gezogen, aber das ist alles nicht so wild. Aber wenn das halt abgeknickt ist, dann ist das halt scheiße, ne? Genau, die, hier ist eigentlich fast keiner abgeknickt. Sind alle nur ein bisschen gezogen, und ja. Aber nicht wirklich abgeknickt, ne? Und das ist halt das, was wir erreicht haben mit dem Schild. Das klappt echt gut. Ja. Ja, jetzt sieht man hier auch nochmal das Ergebnis. Die mittleren sind eigentlich alle weg. Ich kann das mal einmal freikratzen. So viel Zeug liegt da jetzt drauf. Also schon massig. Dass da die Strünke sind noch so hoch und sind halt in den Dreck verschwunden. Wir haben 6 Reihen. Wir haben 6 Reihen Vaterlinie. Auf 37,5. Genau, auf 37,5 Abstand. Und dann ein Trennstreifen von irgendwo 80 cm. Und deswegen haben wir dann die knapp über 3 Meter Abstand zwischen den beiden Mutterlinien rein, wo wir halt durchfahren können und mulchen können. Und hier sieht man jetzt das Ergebnis. Die äußerste Reihe sind teilweise noch ein bisschen länger. Hier sieht man das gerade, da sind noch welche dran. Da müssen wir mal gucken, ob das reicht. Oder ob wir noch nacharbeiten müssen. Aber die hier, die sind ja wirklich alle auf 3-4 cm abgeschlagen. Hier auch. Ja, dieser hier jetzt gerade nicht, aber sonst schon viele. Und hier sind teilweise, ja gut, da fehlte vielleicht gerade einer, aber die sind auch weg. Und hier die äußerste Reihe wieder. Ja, da, die sind etwas höher und hier und da ist nochmal einer über. Das kann man auch sehen, wenn man so lang guckt. Also es klappt schon ganz gut. Ja, müssen wir abwarten, ob die wieder anfangen zu wachsen, die jetzt über sind. Dann müssen wir nochmal mit der Fräse durch. Aber im ersten Moment ist das schon mal so weit ganz sauber, ganz ordentlich. So, man muss die 2-Meter-Matte ja auch irgendwie erstmal klein kriegen. Ja, wir stehen jetzt an der Seite, wo der im Prinzip, also wo richtige Sandloch ist, Sandlunke. Und ja, ich bin knapp 1,90 und der hat so meine Höhe, einen Ticken mehr vielleicht noch. Und an der anderen Seite ist er auch wohl 2,30 Meter hoch. Ja, und dann tut sich der Trecker auch sogar schon ein bisschen schwer. Bei 1,8 km/h. Ja, genau. Und ja, das muss man erstmal klein kriegen und platt kriegen. Und ich finde, das hat so schon ganz gut funktioniert. Das ist schon ganz, ganz ordentlich kaputt. Ja, da bin ich ganz gut mit zufrieden. Wie gesagt, müssen wir jetzt nächste Woche im Auge behalten, ob wir dann nochmal einmal hinterher fräsen, dass wir dann die Äußersten, die runtergezogen sind mit dem Reifen oder weil da halt dann eine Spur war. Hier kann man das so ein bisschen sehen. Hier ist das. Hier sieht man sonst auch gut die Spur. Ja, genau, da ist die Spur. Und hier sieht man dann den Höhenunterschied hoffentlich. Also hier ist es einmal so und dann ist es hier wohl 5 cm. Und in diesen 5 cm, da können sich halt hier die Ästchen verstecken. Ja, das ist so ein bisschen das Problem, aber ja, wie gesagt, warten wir jetzt nächste Woche ab und wenn das dann wieder aufsteht und ans Wachsen fängt, dann fahren wir nochmal mit der Fräse nach und dann ist auch wirklich der ganze Vater weg. Das ist ja das Wichtigste, dass wir halt wirklich reines Saatgut haben, was wir dann nachher verkaufen, damit die Landwirte, die es kriegen, auch super Saatgut haben für super Erträge oder super Bestände. Ja, Hybrid-Saatgut wieder ist, ne? Ja. Wir haben ja eine Kreuzung jetzt gemacht, dadurch, dass es halt Mutter und Vater gibt und der Vater nur einen Pollen hat, die Mutter keinen eigenen Pollen ausbildet. Das wird auch extra kontrolliert, wird mit Leuten durchgegangen und geschaut, ob wirklich jede Pflanze von der Mutter keinen Pollen hat. Und die Pollen bilden, müssen dann händisch rausgezogen werden. Das ist auch ganz schön, ja, Arbeit. Ja. Das gibt da aber extra Trupps für, die das halt im Frühjahr dann machen. Ja, genau. Und der Vater hat halt Pollen und bildet nachher auch Schoten. Deswegen muss er halt auch abgemulcht werden. Weil er die Pollen werden rübergetragen und die Schoten können sich aber auch selbst befruchten. Oder befruchten sich dann ja auch selbst. Also ist dann keine Kreuzung erfolgt.
Und deswegen muss er halt weggemulcht werden. Genau. Ja. Sonst noch was zu erklären? Nö, wir machen jetzt, schätze ich, die letzte Bahn eben. Ja, nochmal, wir fahren ja 1,8 km/h oder 1,7. Die Enden sind ja 700, 800 Meter lang. Und wir brauchen so ungefähr von dem einen Ende zum anderen so 20 Minuten. Ja, das ist richtig spektakulär. Ja. Ja. Hey, gut. Dann machen wir jetzt die letzte Bahn und dann ist Feierabend, schätze ich, für heute. Und dann müssen wir natürlich auch noch die anderen 6 Hektar? 4,8. Oh, Entschuldigung, 4,8 Hektar. Ja. Und dann sind wir... Aber wir haben schon mal 15 von 20 haben wir schon mal. Also wir sind schon drei Viertel hin. Dann nochmal irgendwie einen knappen Tag. Jetzt haben wir es ja auch alle so weit schliffig, dann können wir auch fahren. Mit dem ganzen rumexperimentieren und hier und dann hin und wieder nach Hause. Ja, da sind ruckzuck dann auch wieder ein paar Stunden weg, ne? Genau. Und jetzt läuft das so weit, dann denke ich, wenn wir dann nochmal so einen knappen Tag beigehen, oder nicht mal einen Tag, einen guten halben Tag, dann sollte das eigentlich passiert sein oder Geschichte sein. Ja, also insgesamt haben wir ja keine 20 Hektar gemulcht, sondern ja ungefähr dann halt ein Drittel. Also müssen das dann irgendwie so 6,5, 7 Hektar. Genau. Ja. Ja. So, wenn wir jetzt schon mal hier sind, wollen wir auch nochmal das Tensiometer kontrollieren. Es hat zwar immer gut geregnet, aber jetzt die letzten Tage waren irgendwie so 28, 29 Grad und Sonne. Ja. Den ganzen Tag und nächste Woche auch noch. Oder jetzt ein Tag soll es ein bisschen kühler sein und dann nächste Woche soll es wieder so warm sein. Und deswegen wollten wir jetzt einfach mal gucken, wo der aktuelle Wert ist, um dann vielleicht abschätzen zu können, ob wir nochmal eine Kornfüllungsberegnung machen müssen, einen Beregnungsgang zur Kornfüllung, oder ob wir es einfach so laufen lassen können. Genau, und wenn wir jetzt beregnen würden, dann auf alle Fälle jetzt im Laufe der nächsten Woche, weil die Mutterlinie wächst auch wieder dann quasi in den Streifen rein und dann ist das mit dem Durchfahren wieder schwierig etc. Und deswegen müssen wir jetzt mal eben schnell gucken. Dann klettere ich mal hier kurz durch die Raps. Laut Tensiometer sind wir bei 500, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Weil ich buddel deswegen nochmal hier in den Boden rein. Ja, hier sieht man auch nochmal unseren richtig geilen Boden hier. Wie gesagt, hier ist die Sandlunke. Ich hoffe, das kann man erkennen. Das ist halt richtig Sandkasten. Ist richtig, ja, Sandkastensand, genau. Da kann man richtig die Körner sehen, die Sandkörner. Und ja, ein bisschen... Ganz bisschen Humus drin, aber Humusaufbau auf so einem Boden ist halt auch mächtig schwierig. Der fällt auch so auseinander, der klebt überhaupt nichts, auch die Hände sind komplett trocken. Also das ist schon, mega viel Wasser ist auf alle Fälle nicht mehr drin. Das ist schon doll und dieser Boden, da ist das Wasser halt sofort weg. Gerade wenn man so einen Bestand da drauf stehen hat, 2 Meter hoher Raps, der zieht natürlich jeden Tag da aber richtig was raus. Müssen wir mal überlegen, ob wir vielleicht die nächsten Tage doch noch eine Gabe machen. Ansonsten kann man hier unterm Raps noch sehen. Ja, der Boden ist eigentlich ganz, ganz gut. Ich weiß nicht, hier sind noch, da laufen Käferchens. Ich hoffe, die hat man gesehen. Hier ist noch, da ist was los. Wo war er denn gerade? Da ist ein Käfer. Und hier sind überall auch, Löcherchen, da, Löcher, wo halt Käfer und Würmer, hier Käfer und Würmer arbeiten oder was tun. Da läuft auch noch einer, da sieht man den Deckenbrummer, da sieht man auch diese da im Loch, da. Ja, also hier unterm Raps ist schon was los, das muss man schon so sagen. Der kleine Raps auf dem anderen Stück, also da hatte ich mal drunter geguckt, ich weiß nicht, ob wir euch da jetzt noch Bilder zu einblenden, das ist richtig heftig, da sind richtig viele Krümelchen oben drauf, also da muss eine Würmeraktivität oder eine Regenwurmaktivität sein, das ist der Wahnsinn, also sowas, wie ich da gesehen habe, da ist einfach nur geil, richtiger Bodenporno. Gut. Dann wollen wir jetzt mal die letzte Bahn in Angriff nehmen und dann ist das jetzt auch, ich glaube irgendwie 8:30 oder so. Ja. Bis wir dann wieder zu Hause sind, ist auch 9:30. Das ist gut gewesen, dann ist Feierabend. Ja. Hier kann man nochmal schön das sehen. Ja. Raps. Sonne.
Ohne Schlepper. So, jetzt begucken wir uns noch einmal das Endergebnis. Ich fahre mal einmal vor lang, soweit wie man das sehen kann. Ja. Also, hier ist einmal außen dran her ein Streifen und dann ist immer 6 Meter Mutterlinie, 3 Meter Vaterlinie und da kann man das sehen. Warte, ich mach mal einmal die Scheibe auf, dann ist das nicht ganz so dreckig. Hier kann man das sehen. Da ist wieder ein Streifen durch. Dann ist hier wieder ein Streifen durch. Da die Fahrgasse. Ja, so sieht das Stück dann aus. Spät genug, kurz nach 9, Feierabend. Wie ihr seht, wir sind jetzt durch mit der Fläche. Hier im Hintergrund seht ihr noch einmal die Fläche und wie lang die ist. Ja, genau. Hat jetzt wieder am Ende auch ganz gut geklappt. Wir sind eigentlich gut zufrieden. Jetzt machen wir eben noch die Sachen ein bisschen sauber. Jojo will sich schon verstecken hier. Also das ist, wie gesagt, erst ja. 1,90 ungefähr. Und wenn man jetzt hier hinten die Schoten anguckt und das ist schon enorm. Ja, da wird es noch ein bisschen höher. Genau. Und dann auch so eine Strunken, ne? Ich würde sagen, das sind halbe Bäume hier. Ja, halbe Arme, ne? Ja, also das sind, geil. Sind schon ganz, ganz gute Pflanzen geworden. Jo. Wir sind auf alle Fälle auch ziemlich gespannt, was dann nachher runterkommt. Also eigentlich sagt man bei Raps ja, oder bei Vermehrungsraps so 2 bis 3 Tonnen, ne? Ja. Genau. Also mal 1,5 haben, ne? Also. Ja klar, letztes Jahr, das Jahr war nicht ganz so gut. Da hatten einige, oder wir haben es auf alle Fälle mitgekriegt, dass einige nur 800 Kilo hatten. Ja. Also das war absolut scheiße. Ja, die letzten 2 Jahre durch die Trockenheit, ne, wenn man dann nicht beregnen konnte, genau, war dann schwierig. Wir sind auch noch ein bisschen besser von weggekommen. Wir hatten, ja, 1,5, 2. Ja, so mit 2, aber wie gesagt mit Beregnung und sowas. Ne? Ja, genau. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und tschüss. Ich auch. Ciao.